Jane, Glückwunsch zum Sieg. Dein Fazit zum Spiel erstmal. Ja, wir haben eigentlich vor dem Spiel gesprochen, dass wir heute einfach spielen, weil wir jetzt viele verletzt haben und ein paar kranke Spieler. Deswegen wollten wir einfach spielen von hinten und probieren halt, wenn wir die Chance zu haben, dass wir ein Tor zu schießen. Und es hat geklappt und der Sieg ist zufrieden. Wie mulmig war dir vor dem Spiel mit nur drei Reihen und den ganzen Verletzten? Das kann immer passieren. Wir müssen vorbereitet sein auch für ein Spiel. Das kann auch in den Playoffs dann passieren, dass da mehrere Spieler verletzt sind. Und das ist immer gut, dass man das jetzt auch probieren kann, mit drei Reihen so zu spielen. Ihr habt gerade deine Reihe, ihr habt heute läuferisch eine enorm starke Leistung abgeliefert. Wie viel Kraft habt ihr denn noch für Sonntag? Die Kraft ist dabei, also ist immer noch. Also wir müssen da vorbereitet sein und für Sonntag fahren wir wieder hin und wollen einen Sieg holen und nichts anderes. Alles klar, vielen Dank und viel Glück. Jennifer, erstmal dein Fazit zum Spiel heute. Ja, gut, ich meine, eine Niederlage ist natürlich nie schön, aber ich denke, dass Freiburg heute schon die bessere Mannschaft war und verdient gewonnen hat. Das Ergebnis ist ein bisschen zu hoch ausgefallen, aber naja. Du spielst in der Nationalmannschaft und natürlich im Verein in Sonthofen. Wie schwierig ist es, sich dann immer wieder umzustellen von einem Team aufs andere? Ja, ist schon immer ein bisschen eine Umstellung. Also ich war letztes Wochenende eben mit der Nationalmannschaft in Füssen. Aber dann, wenn ich ein paar Trainingseinheiten dann wieder mit der Mannschaft mache, also mit meinen Männern, dann gewöhnt man sich schon wieder recht schnell dann. Aber so eine Trainingseinheit oder so brauche ich eigentlich schon immer. Was steht für dich dann in nächster Zeit an? Gehst du dann nochmal weg vom Verein zur Nationalmannschaft? Im Februar haben wir ein Turnier in Finnland. Ob ich da mit zur Nationalmannschaft fahre, weiß ich noch nicht genau. Aber auf jeden Fall dann im April die Weltmeisterschaft in Schweden. Wie geht es für Sonthofen weiter? Der Abstand zu Platz 8 ist nicht so groß, aber dann doch wieder ein Stück. Wie schätzt du die Chancen ein, dass die Playoffs noch drin sind? Ja, ich meine, also Chancen sind auf jeden Fall noch da. Ich glaube, es sind jetzt noch 15 Spiele. Sonntag ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Spiel gegen Füssen. Da müssen wir auf jeden Fall punkten. Und wir werden ja auch noch gegen die direkten Konkurrenten Klostersee und Peiting spielen. Deswegen, da müssen wir halt punkten. Also es ist noch alles drin. Alles klar, vielen Dank und viel Erfolg. Danke.